So, herzlich willkommen zu LOL News. Letzte Woche habe ich mich ja ausschließlich auf die Preseason 4 Changes konzentriert. Ab dieser Woche soll diese Rubrik mehr Inhalt bekommen, mehr Struktur. Was das Ganze heißt, werdet ihr gleich sehen. Ich hoffe, es gefällt euch und wir fangen jetzt einfach mal an. Als erstes die Frage, die uns alle beschäftigt: Wann kommt denn nun das Preseason Patch? Dazu hat sich der Release-Manager von Riot geäußert, und zwar hat er letzte Woche gemeint, dass der Patch diese Woche kommen soll. Allerdings hat er da auch angelehnt, dass sie natürlich das Ganze nach den Bugs und Fixes richten. Das heißt, wenn das Spiel noch nicht ready ist, wird es diese Woche auch noch nicht kommen, aber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird es kommen. Im Zuge dessen sind auf dem PBE-Server ein paar Updates eingetroffen, unter anderem der neue Login-Screen zum Infernal-Nassus. Außerdem testet Riot das Self-Mystery-Gifting, da das Mystery Gifting von Halloween so gut ankam, dass sie das jetzt fortführen wollen. Man kann nun also unter Skins sich selbst ein Geschenk machen für 490 Riot Points und einen zufälligen Skin erhalten. Außerdem wurden die Masteries für die Preseason veröffentlicht und dazu noch ein Mastery Calculator. Da könnt ihr einfach mal durchskillen und gucken, was euch das Ganze im Spielverlauf bringen wird. Es sind wohl ein paar neue Masteries auch dabei, die speziell wieder Supportern helfen werden. Riot hat außerdem am vergangenen Donnerstag den ersten Sneak Peek zum 117. Champion veröffentlicht. Es soll sich wohl wieder um irgendwas Asiatisches handeln, vielleicht ein abtrünniger Samurai, vielleicht aber auch ein Ninja. Riot veröffentlichte außerdem am Freitag ein Preseason Rundown, ein Video, in dem die Änderung an Supportern, Junglern und dem Gameflow aus der Sicht der Entwickler erklärt wird. Sehr interessant. Meine Videos darüber sind natürlich noch viel besser, aber das ist auch sehr interessant. Aber natürlich nicht annähernd, egal, ich schweife ab. Letzte Woche wurde außerdem bekannt gegeben, dass die Season 4 World Championships in Südkorea stattfinden werden. Also im Herzen des E-Sports selbst, wo die Jugend erzogen wird zum Zocken. Mal sehen, wie wir da klarkommen, unsere europäischen Teams. Wo genau und ob die Dimensionen des Finales 2013 im Staples Center noch einmal übertroffen werden, ist noch nicht bekannt. Das All-Stars-Turnier findet zudem dieses Jahr in Europa statt. Freitag äußerte sich Riot Socrates außerdem zu dem Problem im Challenger-Tier, die es zum Ende der Season 3 gab. Das Problem bestand in der Immunität, die ein Spieler erhielt, wenn er von Diamond zu Challenger aufstieg. Diese Immunität betrug 7 Tage, in denen er nicht aus Challenger zurück zu Diamond fallen konnte. Dadurch entstand das Problem, dass zum Ende der Season Dutzende Spieler ihre Promotion Series aussaßen und erst innerhalb des 7-tägigen Zeitfensters vor Ende der Season versuchten, diese zu gewinnen, um durch die so gewährte Immunität bis zum Ende der Season im Challenger-Tier zu bleiben. Durch diese Flut an neuen Spielern innerhalb der letzten 7 Tage wurden zum Teil auch Spieler in der Top 20 aus dem Challenger-Tier gekickt, da alle unter ihnen immun waren. Das mit Season 3 eingeführte League-System wurde somit auch von sehr vielen Pros kritisiert. Als Entschädigung belohnte Riot die 50 Spieler mit dem höchsten MMR in dem jeweiligen Bracket mit Challenger Rewards, auch wenn sie nicht im Challenger-Tier waren. Interessant auch am Rande, Alex Each von Gambit erhielt so noch seinen Challenger-Rahmen, obwohl er es in seinem Endsport nicht mehr schaffte, Challenger zu erreichen und in seiner Promotion-Series mit 2:2 die Season beendete. Riot hatte sich nun zur Aufgabe gemacht, das Diamond-Tier wieder breiter zu verteilen und das Erreichen des Challenger-Tiers transparenter werden zu lassen. Nächste Season können zudem anstatt 50 nun 200 Spieler im Challenger-Tier sein. Zudem wollen sie noch einmal einen genauen Blick auf die Immunität im Challenger-Tier werfen, gerade in Bezug auf Deadlines zur Season-Ende. Zudem stellte Riot einige Dinge in Bezug zur Preseason und dem Ranked-System klar, was uns jetzt demnächst erwarten wird. In der Preseason ist es also möglich, weiter in Ranked Games zu spielen und Divisionen oder Ligen aufzusteigen bzw. abzusteigen. Es gibt kein Reset innerhalb dieser Preseason, sei es MMR oder League Points. Die Preseason dient dazu, sich mit den vielen Veränderungen also vertraut zu machen. Sie kann dazu genutzt werden, seine MMR trotzdem allerdings noch zu steigern. Season 4 oder auch Season 2014 nun genannt, soll ungefähr einen Monat nach der Preseason starten, also ich schätze mal Anfang 2014. Sie wird mit einem kompletten Reset beginnen und auch das MMR wird ein Soft Reset unterzogen. Die Formel für ein Soft Reset lautet: Deine MMR plus 1200 geteilt durch 2. Jeder Spieler muss wieder Placement Matches spielen, um neu eingestuft zu werden. Ein höheres MMR lässt einen jedoch auch höher einsteigen. Zudem ist es in der neuen Season möglich, nicht nur Divisionen zu fallen, sondern auch Ligen. Verliert man zu oft in einer 5er Division, zum Beispiel Gold 5, kann man in Silber 1 verschoben werden. Dies war vorher ja nicht der Fall, das ging da nur durch Inaktivität. Ich bin da, da habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und zu guter Letzt mein persönliches Play der Woche. Ich hoffe, es gefällt euch. Zu jedem Thema ist ein Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann nächsten Montag wieder, wenn es heißt LOL News.